Durchschnitt. In der heutigen Leistungsgesellschaft, wo alle müssen überperformen, ist das schon fast ein Schimpfwort. Die Gemeinde, die wir heute anfahren, ist genau das. Zumindest politisch. Jetzt ist gerade das Licht ein bisschen beschissen. He? Wir sind in Untersiegetal. Und so wie da hat bei der letzten Wahl die ganze Schweiz gewählt. Es ist also die durchschnittlichste Gemeinde der Schweiz. Wir wollen herausfinden, wie durchschnittlich das die Gemeinde wirklich ist. Ich will jetzt mal im Durchschnitt ankommen, machen wir darum jetzt eine durchschnittliche Frisur. Untersiegetal, ich bin bereit. Umfang 53, das ist korrekt. Durchschnitt. Kübelöffnung 16. Überdurchschnitt. Dann müssen wir wegnehmen, dann, was wir der Gemeinde dann sagen. Linker und höher. Der Kran da. Durchschnitt. Das war wirklich der Gipfel der schlechten Jokes. Ist Untersiegetal so durchschnittlich? Wie die meisten. Wir sind doch wie die meisten. Nein, ich würde nicht sagen. Wir haben sehr, sehr viel zu bieten. Apotheke, mega coole Coiffeur, Physiotherapie. Und dann gibt es eigentlich dann nicht mehr viel. Ja. Durchschnitt. Ja, absolut. Wie wir hier leben und denken, ist durchschnittlich. Sogar besser als durchschnittlich, muss ich sagen. Wie gern wohnst du da? Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, satte 3, würde ich sagen. Merkt man das da, dass Untersiegetal also politisch so vielfältig und so durchschnittlich ist? Gut, ich bin natürlich kein Politiker. Es interessiert mich eigentlich auch nicht gross. Ja, ich finde, das ist eigentlich auch noch eine gute Sache, dass es so ist. Du musst eigentlich gar nicht das nationale Ergebnis anschauen. Du kannst einfach das Untersiegetal ab dem 12 Uhr schauen und dann weißt du eigentlich schon, wie es rauskommt. Politisch würde ich sagen, die Leute sollten ein bisschen mehr Stimmen abgeben. Es sind einige, die nicht kennen. Gehst du schon mal wählen? Ja, jedes Mal. Ja. Ich warte jetzt so verbissen auf die Unterlagen. Ich wähle schon immer Grün oder SP. Ich habe eigentlich nie Gocke wählen. Darum habe ich keine grosse Schnorren. Oder? Ja, muss ich ehrlich sein, oder? Ich bin hier im Dorf der FDP-Präsident. Das muss man vielleicht noch sagen. Das ist eigentlich ein Zufall. Okay, ja gut. Ja, dann ist ja, klar. Ist ein bisschen so, ja. Untersiegetal. Wir haben den Durchschnitt gesucht. Und wir haben ihn gefunden.